Was geht, Leute? Hamburg Youngsters hier und herzlich willkommen zur neunten Folge unserer Double Skill or No Skill Serie. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört. Womit haben wir aufgehört? Wir haben David Luiz bekommen, glaube ich, ne? Als Unentschiedenpreis sozusagen. Genau, und wir hatten, glaube ich, Firmino, oder wie der heißt. Roberto Firmino. Genau. Also Firmino. Wie bei Ronaldinho, dieses INHO. Skilaktinho. Genau, weil es nervt ja, wie Kevin die Namen ausspricht manchmal. Es geht. Es heißt nämlich nicht Firmino, sondern Firmino. Pista passt. Wir wollen gar nicht lang drumrum schnacken. Wir wollen ins Game joinen. Suchen jetzt gleich unseren ersten Gegner und dann sehen wir uns gleich im Spiel. Yeah! Oh, Gegner. F Nordbus. Das ist ein Deutscher. Hoffe ich, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ein Bayern München Logo. Und nice. Shakiri 4 Sterne. Schweinsteiger nicht. Aber er würde uns nicht verbessern. Wer? Shakiri. Wenn wir gewinnen, kriegen wir Manuel Neuer. Und wenn wir verlieren, dann kriegen wir Contento. Der war Nahklöpschen. Oh, der war durch die Beine. So. Schöne Hacke zu Hacke. Einmal zieht einfach mal drauf. Versucht den Lümmel auszupacken. Hat nicht ganz geklappt. Was war das denn? So, Sinclair. Er war immer für eine Überraschung gut. Der war irgendwie gesehen. Aber jetzt, er kommt weiter. Tschüss. Nein. Oh, der hat eine Wummel, du, aber Neuer steht da und hält ihn wie ein Grashalm fest. Jetzt, aber jetzt. Alter, Elfmeter, ja. Was ist los? Ich dachte eben, jetzt verkackt er das so. Eiskalt. Eiskalt mit dem Hake Zork am Neuer vorbei, aber ja, und ich halt. Ich hätte eiskalt so einfach reingeschossen, so einen Curve, damit wir wenigstens 1-1 Neuer bekommen. Neuer ist schon schwer genug, man sieht schon, wie gut er hält. Und dann metzelt er hier Dante und ihn um. Ich verschieß den, ne? Nee. Pfosten oder Latte? Mit Ansage? Nein, ohne. Hoffentlich geht er rein. Bitte. Wer ist denn der beste Elfmeterschütze? Jovetic. Guck. Jovetic. Oh, er deutet an. Oh, okay. Gutes Ding. Ah, ich wusste, dass er rechts geht. Jeder, der andeutet, schießt immer rechts. Echt? Mhm. Nee, eigentlich schießt den links nach oben. 80% bis 90% schießen immer rechts nach einer Antäuschung. Aber weißt du, wie lange er... Elton, schieß einfach! Anstatt zu schießen! Als du Mann. Bambusjunge, was ist los bei dir? David Luisa und ein Long. Oh, ein Longshot mit David Luisa. Longspritzer. Tschüss! Oh, was für ein Bratzer, Alter. KMH Roberto Carlos im Vergleich hier, wie gegen Frankreich. So, Halbzeit, ja. Schuss aus der. Ich habe eigentlich nur Scheiße gebaut, eben gerade, ehrlich gesagt. Bisschen rumprobiert. 51% für uns Ballbesitz. Unser Gegner hat keinen Schuss aufs Tor gebracht. Kevin macht kurz seine Einstellung. Ich schenke mir Cola ein und dann gehen wir in die zweite Hälfte. Ja, ganz schlecht von unserem Gegner hier. Roberto Firmino kriegt den Ball auf Jovetic. Der macht den Job, kommt irgendwie durch und nochmal durch. Ballert Dante hier über den Haufen. Könnte jetzt einen Hacke zu Hacke machen, aber macht lieber erstmal das 2-0. Putz! Und jetzt startet Mr. Sinclair, hat viel Platz, Neuer bleibt im Tor, wartet ab, jetzt kommt er langsam raus. Der Roulette geht eigentlich... Oha! Neuer nochmal mit einer Glanzparade, Dao Castellana ist hier, der Lupfer von Sinclair per Kopf, aber Neuer legt ihn gleich wieder auf Dante und bringt seine eigene Abwehr hier in Gefahr. Müller verschickt jetzt Jovetic und Jovetic hat viel Platz, macht den Berberspin. Oh, traumhaft, wie er sich vorbeischneidet, den Foot-to-Foot. Und ja, schade Schokolade. Jetzt hat unser Gegner hier die Konterchance. Verdammt, jetzt auf Shakiri. Jetzt sweatet er rüber. Nein, er sweatet nicht. De Gea hält das Ding. Wird hier geschickt. Doch, Raúl Pereira kann ihn nicht richtig stören. Und De Gea chancenlos beim flachen Ball. So knapp neben dem Pfosten. Reicht nicht. Eine Minute Nachspielzeit. Unser Gegner hier nochmal im Angriff. Und dann ist abgeführt. Es ist vorbei. Manuel Neuer gehört uns. Wupp, wupp. Yeah. Yay, Manuel Neuer. So, dann kaufen wir uns Manuel Neuer fürs Tor. Genau, für die sich jetzt nochmal fragen, warum wir jetzt einen Torwart geholt haben. Einfache Geschichte, da war kein Spieler drin, der uns auf irgendeiner Position hätte verbessern können, skillmäßig und ratingmäßig. Wir hätten natürlich auch einen fürs zentrale Mittelfeld für Dao Castellana holen können, aber da Neuer einfach ein höheres Rating hatte, ne? Da haben wir jetzt Neuer genommen und ja. Jo, wir haben die Mannschaft. Also wenn das kein Deutscher ist, dann weiß ich auch nicht. Aerobic an.
Ja, jetzt noch ein komisches Falkenlogo, was ich ziemlich witzig finde. Und Motorrad ist hier gerade nebenbei vorbeigefahren, genau jetzt. Die Mannschaft mit einem N geschrieben. Oh, Robben! Robben hat... 4 Sterne. Aber RM haben wir Dingens. Ja, Ben Affa, aber Robben ist besser in der Dings. ZOM, Nein, das geht doch vom Ding, ist ja vom Skill her. Wenn wir gewinnen, kriegen wir Van Persie und wenn wir verlieren, kriegen wir Diego Alves in Form. Oh mein Gott, das spielt darüber. Nein, oh Gott, da hat er darüber gespielt. Wir diskutieren, was unser Winnerpreis ist und kriegen hier gleich das 1-0, ey. Oh, könnt ihn aber wieder kriegen und jetzt hat Elton viel Platz. Könnt ihr auch überlegen? Nein, Elfmeter! Pumpe! Oh yeah! Oh yeah, Madonna! Da sehen wir nochmal, wie er von den Beinen geholt wird. So, und jetzt, Kevin, behalt die Nerven, behalt die Nerven. Oh, der Jovetic ist besser am Schießen als der Sinclair. Ja, ich überleg gerade. Jovetic hier das gegen Diego Alves. Und. Nein! Alves hält ihn. Genau, Castellana. Und jetzt können wir links raus. Genau, wunderbar auf Sinclair. Der macht den Berbersmann perfekt rum. Foot to foot. Könnte abschließen, aber Diego Alves. Ja, wieder einmal. Wunderbar gehalten. Ärgerlich. Die Flanke, die Ecke kommt. David Luiz ist da. Oh, geht doch einer ran. Cole hat ihn. Ey, so viel Glück kann man nicht haben. Neuer. Nein. Oh mein Gott. Verdammt. Stark, Neuer. Also, De Gea hat mir gefühlt. Oh, Jovetic hat jetzt die Chance. Da ist das 2-1. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Schönes Ding. Yeah. Mit dem altbekannten Skill-or-No-Skill-Lupfer. So läuft jede das. Folge mindestens einer dabei. Wenn nicht sogar fast jede Partie. Bupp. Yeah. Einfach eiskalt, ihm keine Chance gelassen. So wie Van Persie am Samstag auch Casillas keine Chance gelassen hat. Jetzt haben wir hier Ben Arfa. Hacke zu Hacke, wunderbar dran vorbei. Dann der McGeady. Ein Scoop-Turn. Oh, der Ball rollt Chop. Jetzt mit dem Scoop-Turn. Eieiei. Da kommt der Fake-Rabon. Elton kommt aber nicht durch. Und mit Glück. Jetzt aber bitte. Wunderbar auf Jovetic. Der könnte jetzt einfach mal raufzimmern. Macht's auch. Oh. An den Außenpfosten aber. So, nach der Halbzeit leider erst 2-1, obwohl wir definitiv mehr Chancen hatten. Mein Gegner zwei richtig glückliche Tore meines Erachtens nachgemacht hat. Also zu den Situationen so gekommen ist. Auf jeden Fall spielen wir schon durch auf Jovetic. Jovetic sieht, flankt und das. Oh, Firmino rauscht vorbei. Weißt du, warum ich geflankt habe? Ich wollte schießen. Das ging nach innen natürlich. Super schön auf Castellana. Der spielt auf. Schieß mich tot. Der spielt runter und Ben Affa, der hat einen super Bums drauf, aber der konnte den Ball nicht ganz verwerten. Sinclair sieht hier die Lücke auf Elton. Mit dem Ballroll-Chop kommt er hier weiter durch. Macht den McKinney-Spin perfekt drumherum. Der Gegner Ballroll-Flick ist überfordert. Sollte den Scoop-Turn nach innen machen. Macht hat er leider nicht. Zweimal nicht. Ben Affa auf Jovetic. Der kann einfach mal abziehen und der geht aber knapp am Tor vorbei. Ich hätte da jetzt aber gleich den Chop gemacht und dann. Also, du schon cool. Sagst, Digga, offensichtlicher geht's nicht mehr. Oh, da ist das. Es geht nicht offensichtlicher als das Spiel. Geht's wirklich nicht. Da ist das 3-1. Ich gehe extra zu Luiz und er positioniert sich trotzdem hinter ihm, Digga. Der Typ ist so schlecht. Er macht nichts! Er macht nichts! Er macht einfach gar nichts, Digga. Ja, bittere Scheiße. So, hier nochmal schön gesehen. Der Lupfer vielleicht. Jupp, das dürfte das 3-2 sein am 90. Aber ich glaube, das kann knapp werden. Und ich glaube, er wird hinten einfach hinten rumgammeln jetzt, die letzte Zeit. Ja, meine lieben Freunde, wir haben das Spiel unglücklich verloren. Eigentlich gönnt man ja den Gegner diesen Sieg, aber da müssen wir echt sagen, dass... Der Typ war scheiße, Mann. Der konnte gar nichts. Ja, das kann man, das war, stimmt wirklich so. Ich kann natürlich Maurice Wood auch verstehen, damit sie einen schlechten Spieler haben. Der Typ hatte einfach nur dermaßen Glück. Vorne, der Ball ist immer zu ihm gekommen und unsere Bälle sind immer versprungen, wie man es kennt. Momentum, like, so in die Richtung. Und ja, schade, jetzt müssen wir uns zwar einen Loserpreis holen, aber nützt ja nichts im Großen und Ganzen. Trotzdem schade, dass wir gegen so einen Spieler, der nicht so viel drauf hat, verloren haben. Der hatte wirklich dermaßen viel Glück. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich denke, das haben wir einfach jetzt so umschrieben. Das musste auch mal raus, denke ich. Und ja, dann holen wir uns den Losers. So, dann kaufen wir Diego Alves für 46k ein. Er ist nämlich der nicht schlechteste von David Luiz, da wir ihn schon besitzen. Vom Rating her. Und ja, dann ist Neuer auch gleich wieder weg. Wir haben diese Folge 2 Torhüter bekommen. What the fuck?
So, jetzt sehen wir hier Diego Alves in Form, der erste in Form gekauft. Ein Spiel gemacht, hat auch nichts Tolles gerissen, fand ich persönlich. Gleich wieder gefeuert. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge mal wieder was fürs Feld bekommen. Zwei Torhüter. Ein bisschen mehr Glück haben. Genau. Und endlich unser ZM ausbessern können. Oder Verteidiger, wir haben ja noch ein paar Stellen, wo man die Skills wirklich gut verbessern könnte. Genau. Aber okay, das sehen wir in der nächsten in der nächsten Folge. Euer Hamburg Youngsters Maurice und Hamburg Youngsters können raus, wenn 1000 Likes werden richtig geil. Euer Hamburg Youngsters sind raus. Ciao.